Hallo und herzlich willkommen, liebe basketballinteressierte Zuschauer von www.mrn-news.de. Wir begrüßen Sie zu einem weiteren Heimspiel des USC Heidelberg in der Pro-Serie A. Wir begrüßen Sie aus dem Olympiastützpunkt in Heidelberg. Heute waren hier zu Gast beim USC die Saarpfalz Braves. Die Mannschaft vom USC Heidelberg erwischte in den ersten Minuten den besseren Start und ging durch diesen Korb und den darauf folgenden Freiwurf von Lindale Burleson mit 3:0 in Führung. Doch im Allgemeinen war vor allem die Anfangsphase von Fehlwürfen bestimmt. Hier vergaben die Saarpfalz Braves eine sehr gute Chance im direkten Konter der USC ebenfalls mit einem Fehlwurf. Auch die Freiwurfquote war miserabel, hier konnten nur 16 von 34 Punkten geholt werden. Das entspricht einer miserablen Quote von nur 47%, einfach zu wenig, um eine Mannschaft wie die Saarpfalz Braves zu schlagen. Doch da das Wurfglück im ersten Viertel bei beiden Mannschaften fehlte, blieb der Ergebnisstand immer eng beieinander. Somit konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Hier jetzt die Saarpfalz Braves mit dem 8:8. Wir machen einen Sprung ans Ende des zweiten Viertels, kurz vor die Halbzeit. Denn da gelang es dann den Saarpfälzern, sich ein wenig abzusetzen. Hier erzielten sie ihren Korb zum 35:44. Der USC versuchte sich dagegen zu wehren, hier mit einem schönen Dreier zum 38:44. Allerdings schien es, als hätte die Saarpfälzer immer die passende Antwort parat, direkt im Gegenzug ebenfalls mit einem Dreier, und somit bauten sie die Führung auf zwischenzeitlich 47:38 aus. Der Halbzeitstand ließ dann schon Böses ahnen. Es stand 38:49 für die Gäste von den Saarpfalz Braves. Doch wie man es vom USC so häufig schon gesehen hat, kämpften sie sich wieder heran. Hier durch Oliver Komarek zum 71:75. Doch die von White Holcomb Fay aus den USA hervorragend geführte Mannschaft der Saarpfalz Braves ließ hier an der Führung nichts mehr anbrennen. Und daran änderte auch der letzte schöne Treffer von Jibril Hodges nichts mehr. Die 800 Gäste in Heidelberg erlebten leider eine schmerzhafte 86:97 Niederlage, doch das kann sich im nächsten Spiel bei den Kirchheim Knights schon wieder ändern. Vielen Dank für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal.